Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Ich lese unveröffentlichte Gedichte, neue Gedichte, aus einem Zyklus mit dem Titel Langsame Abschiede. Träume. Der Vater wächst dem Traum der Erde zu, die ihn gebar, mich die Mutter, verliert das Augenlicht, war ihr die Welt, der Traum an der Eger, die sie verlor, ich den Traum vom Wiesental, gebeugt überm Brunnenrand, wusch ich die Tränen mir vom Gesicht, das nass war, als ich erwachte. Bei den Eltern am Tisch. Die durchgesessene Bank, darüber der Herrgottswinkel mit Buchszweig, das Wachstuch, darauf zerkratztes Geschirr, an der Zarge mit schwarzem Stift die ersten krakligen Schreibversuche, Otto, Armin, Mutti. Die Mutter weigerte sich, das abzuwaschen, die Zeit bleicht alles wie hinter Nebelschleiern. Die Eltern weiß noch immer am Tisch, der ist gewachsen, reicht ihnen bis unters Kinn. Schlechter Treppenwitz. Der Vater zu Boden gekrümmt, auf allen Vieren erklimmt er die Stufen, wie auf vergilbten Bilderbögen die Lebensalter. Am Ende sonnt sich der Greis in Weisheit und Gnade, wartet gütig der Engel des Herrn. Was soll ich ihm Tröstliches sagen, wenn der Schmerz ihn seelenlos beugt? Abschiedsstück. Da stand ich in aller Herrgottsfrüh unterm Öldruck des segnenden Christus, geborgen, der Vater, wie klein war ich, als er mich abends zu Bett gebracht. Das kurze Gebet, der flüchtige Kuss, nun waren die Rollen vertauscht. Schwer wog die Rückfahrkarte in der Manteltasche, tief war sein Schlaf, das Bündel Mensch, als ich ihm schamhaft durchs weiße Haar strich. Spurrillen. Vom Brunnen zum Treibhaus, alles will umsorgt sein, die Gießkanne auf den Sitz des Rollators gestellt, der Vater gebeugt, bückt sich unter den Apfelzweigen. Er hegt die Früchte, die er nicht mehr ernten wird, der Nachbar im Gilpart ein letztes Mal mähen, er schneidet das Gras, tilgt die Spur, die Fährte in mir. Scheiding. Im satten Licht des Herbstes hocken wir auf Schemeln, der Vater, klein geworden wie das Kind, das ich einst war, teilt mit der Gartenschere Zweige, stopfe ich in den Trichter des Häckslers, rattern, zwingt uns zu schweigen, arbeiten, schweigen, hüllt uns ein, wie die späte Sonne, ich beginne mir zu verzeihen. Abendserie. Die Mutter sitzt im Sessel, den Plüschbären im Arm, der ist einem Versandhaus entflohen, der Wirklichkeit. Schauen Sie, daheim ist daheim, die Bergleinwand mit glücklichen Menschen. Wo ist sie in jenen halbstündigen Fluchten über das Fichtelgebirge, 20 Kilo ein jeder, im Pappkoffer Bettwäsche, Töpfer, die alte Tracht mit dem Maria-Theresia-Taler, da bleibt kein Platz für Gefühle und Kuscheltiere. Wo geht sie nur hin? Wird sie den leidenden Singsang des Böhmischen wieder vernehmen, das Murmeln der Eger, die Glocken des Kirchleins zu Heid? Die Serie läuft und läuft, heiraten, Zwist und Versöhnung. Am Ende wartet der Tod, alt, gütig und wissend, es muss ja ein Ende haben, Sende Schluss,
Der Bär hat vom Schauen schon glasige Äuglein. Apfellese. Im Herbst stehe ich unterm Baum, wiege die Schönen aus Boskop in der Hand, sortiere mechanisch aus die Guten ins Körbchen. Wie prall sie sind, wie groß darf einer sein, dass er noch passt durch Stacheldrahtmaschen, reichte mein Großvater einem Häftling einen Apfel, als er mit meinem Vater auf dem Heimweg von der Kreisstadt im Frauenwald, ein Marienname, am Außenlager vorbeikam, ein SS-Mann, pfiff, drohte dem Repräsentanten des Nährstands, warf den Apfel auf die von Stiefeln zertretene Scholle. Was geschah weiter? Ich lese einen wurmigen Schönen vom Boden auf. Aprilfrost kam über Nacht. Diebisch schlich er sich in die Blüten der Apfelbäume meines Vaters Garten unterm Schnee begraben, die ungesagten Worte in meinem Gesicht, die Salzspur gefrorener Kristalle, zog ich des Wegs zur Haltestelle. Gehversuche. Meine Füße auf denen der Mutter, fast meine Hände, so tapsen wir übers Küchenlinoleum. Sie singt, kleiner Heiner, willst du wandern, setz den einen Fuß vor den andern. Wenn du Heimweh hast, dann komm nach Haus. Meine Füße in Straßenschuhen, die Mutter fasst die Griffe des Rollators, so tapsen wir übers Linoleum, das riecht nach Desinfektion und schalem Kantinenessen. Hast dein Ränzlein auf, wie ich sehe, nimm den Apfel noch und dann ade. Mutters Füße in Filzgaloschen, ich sage, es geht ja schon besser. Geh nicht gar so weit bis nach Linden. Wo ist Linden? Liegt's hinterm Erzgebirge im Wiesenschaumkraut? Hinterm Berge wirst du finden einen Stein am Weg, ruh dich aus. Der Heimflur ist länger als der Weg nach Linden, hat sie müd gemacht, fast 90 Jahre. Setz den einen Fuß vor den andern. Ich sage, bis zum Stuhl, da setzt du dich. Ruh dich aus, wenn du Heimweh hast, dann komm nach Haus. Nivea. Das Zimmer am Ende des Gangs, Mutters Name am Türschild, neue Wörter, Schmetterlingsbad, Stechbecken, Galgen. Ich helfe ihr hoch, das Bett nebenan ist leer. Heut Nacht eingeschlafen, hab gar nichts bemerkt. Die bloßen Füße baumeln ins Leere, ich reibe den Kopf ihr mit Haarwasser ein. Wie gut das tut, hat eh keiner Zeit hier. Ich öffne die Cremedose, sie tunkt den Finger hinein, weiße Häubchen auf Wangen, Nase, Stirn, das Leuchten der Augen des jungen Mädchens im böhmischen Land, sie lächelt. Nivea, so fühlt sich Pflege an. Schlussvers. Die Mutter liegt im Totenbett, die Puppenhaut wie Kerzenseim, die Kerze blagt am Fensterbrett, da sitze ich und weiß nicht heim. Daheim war ihr das Böhmerland, die Flucht zehr 20 Kilo schwer, und Böhmerland ist abgebrannt, da sitze ich, sie ist nicht mehr. Die Sonne steigt in ihrem Lauf und schreibt den Fehlreim an die Wand, Marienkäfer fliegen auf und sie fliegt mit ins Böhmerland. Der Vater schreit im Schlaf, schreit um sein Leben vor dem Tiefflieger, der auf den Hütebuben schoss, schreit für den ältesten Bruder, den Kirchenmaler, den als Erwachsenen noch der Vater schlug, schreit für die Mutter, dekoriert mit dem goldenen Mutterkreuz und zwei Kreuzen im russischen Feld. Schreit, als der Schreinermeister, der Geschlagene, den Lehrling schlug.
schreit jetzt, weil er damals nie schreien durfte, schreit im Pflegebett unterm Galgen. Allerheiligen, wo waren die Helfer in der Not? Mutters Kreuz weh schnürte sie zum Bündel im Galgenbett. Wo waren die Helfer in der Not? Da stand ich, hilflos, helferlos, sohneslos. Die Uhr befahl mich zum Zug. Wo waren die Helfer in der Not? Kein Arzt vor Ort, Schmerzmittel verweigert, ihr Abschiedssegen an jenem Tag der Heiligen. Hab keine Angst. Die Wiedergängerin. Der Zundergruß aus Anderwelt, den die Mutter mir in die Herzstube, die mit den 7 Bleisiegeln warf, senkte sich durch die Faserwand, das sinnlos verödete Leben, verbrannte, was darin Ballast, glühte es aus, es zerfiel in weißer Asche, schrieb sie, ich hole dich nach. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.